Willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. So, wir müssen heute... Ich fange irgendwie immer mit so an, ne? Ist mir mal aufgefallen. Wir müssen ja mit Rivka reden. Oder uns besprechen. Mal gucken, was sie so zu schnacken hat. So. Der verlorene Verborgene kehrt zurück. Endlich hast du den Weg zurückgefunden. Die sahen aber ganz schön bedrückt aus. Die Person, die wir suchen, kommt nicht aus Bagdad, sondern aus fremden Landen. Bist du sicher? Ländern. Ich habe Beweise. Der Steuereintreiber und der Hafenmeister waren Komplizen. Der eine setzte Wachen ein, um Ausländer zu schikanieren und auszunehmen. Der andere beschlagnahmte Waren am Hafen. Das Ausnehmen verstehe ich. Doch wozu die Beschlagnahmungen? Geht es um mehr Objekte dieser alten Wesen, die sie verehren? Sie suchen nach einer seltenen Haarnadel, die über die Oststraße gebracht wurde. Sie wird bei der Dairat al-Mal versteigert. Eine offizielle Einladung zur Auktion. So kommen wir hinein. Gut gemacht. Unser Ziel muss jemand mit Verbindungen zu sowohl Elanka als auch Kululu sein. Jemand, der eng mit den Amtsträgern zusammenarbeitet. Spitzel hörten Getuschel über den Schatzmeister des Kalifen. In letzter Zeit hat er sich recht stark in El-Kars Angelegenheiten eingemischt. Diese Person wird zweifellos bei der Dairat al-Mal auftauchen. Wir sollten uns vorbereiten. Ich gehe voraus. Wir treffen uns beim Souk, wenn du soweit bist. Es ist nicht viel über diese Person bekannt. Es ist eine große Torheit, den Gegner zu unterschätzen. Bist du besorgt? Ich werde vorsichtig sein. Das mit dem Ausnehmen, das verstehe ich. Es ist absolut nachvollziehbar, dass man das Fußvolk ausbeutet. So, wir können ja einmal hier noch... Was ist denn das? Achso, der Zettel. Ich dachte gerade, ich darf ein Schwert nehmen. Zweihandkampf. Rivka, meine liebe Schmiedeschwester. Ein Kollege in Konstantinopolis hatte die neuartige Idee, zwei versteckte Klingen zu benutzen. Eine an jedem Arm. Er war von dieser Vorstellung so begeistert, es schien ihm wenig zu kümmern, einen zweiten Finger dafür zu opfern. Er sagt, die Doppelklingen hätten für ihn Wunder bewirkt. Vielleicht wäre das etwas für Stützpunkt in aller Mut. Möge deine Schmiede auf ewig singen? Siegen? Singen. Dein byzantinischer Waffenbruder. Also, die Maus war so weit oben. Ich denke mich so, wann hat denn der die ganze Zeit, wo will der denn hin? So. Ach, ist das heute ein doofer Tag. So. Lesen, okay. Triff dich mit Roshan nahe dem Bazar. Oh, mal schauen. Wieso wartet ihr? Wir hätten doch zusammen gehen können. Vorsicht, Vorsicht, hier ist ein kleiner Stein. Da muss die Straßenmeißerei nochmal ran, ne? Das mit dem Ausnehmen verstehe ich, da komme ich gar nicht drüber weg. Das mit dem Ausnehmen, das verstehe ich. Der Fußvolk da, das kann ruhig mal ein bisschen abdrücken. Absolut nachvollziehbar. Oh Mann, ey. Ach ja. So. Ja, Roshan, die hätte eigentlich mit uns auch zusammen gehen können. Ich meine, wir haben ja den gleichen Weg. Aber ich würde mir noch vorher einmal schnell das Artefakt stibitzen. Ist ja nicht allzu weit weg. Weg da! Aus dem Weg! Weg da, du kleines Gör! Ich bin größer als du. Ich habe Vorfahrt. Hier dürfen wir noch hin. Und da? Ist das die große Mauer? So, das stibitzen wir noch schnell und dann gehen wir einmal zu Roshan. Ah, hier vorne.
Sei unbesorgt, junger Bürger. Ich schaue nur, wie du den Teppich reinigst. Ja, das machst du sehr gut. Ich verschwinde mal, bevor er mit dem Stock was anderes ausklopfen will. So, empfohlener Rang Lehrling. Darwisch Artefakte. Wir haben sowieso schon 4 von 4. Ich weiß gar nicht, warum ich die überhaupt noch klaue. Wir müssten die mal langsam abgeben. Bei der Gelegenheit könnte ich auch mal gucken. Darwisch ist ja bei den... Hier wurde Tücher einfärbst und sowas, ne? Wäscherei? Nicht Wäscherei. Hey, was ist in dich gefahren? Ich hab ein bisschen zu viel Alkohol getrunken. Und jetzt drehe ich total frei. Ich hatte Dattelsaft. Mit Promille. Was ist denn das? Nicht eine Wäscherei, sondern Färber. Färberei. So, da ist ja auch noch ein Haus mit einer Kiste, ne? Der Plan ist einfach. Du betrittst die Auktion als Händler, der auf fremdländische Artefakte bieten möchte. Wir wissen, dass sie die Haarnadel wollen und bei der Auktion sein werden. Sie ist ihnen schon einmal entgangen. Wenn die Haarnadel dran ist, beobachte ich die Menge und sorge dafür, dass ich sie bekomme. Das sichert uns ein Treffen mit dem Schatzmeister. Ich bin davon überzeugt, dass sie mitbieten werden, koste es, was es wolle. Allerdings, ich werde so viel wie möglich über diesen Schatzmeister in Erfahrung bringen, bevor die Auktion beginnt. Über jemanden auf solch einem Posten wird sicher viel getuschelt. Die erste Feder ohne Kopf. Es ist deine Pflicht, den richtigen zu finden. Lass dich nicht ablenken. Konzentriere dich auf deinen Auftrag. Es nützt nichts, sich mit Dingen abzugeben, die es nicht gibt. Dies hier ist echt. Ich verstehe. Ich nicht. Schweigen ist besser für die Weisen. Und für die Narren erst recht. Ich wünsche dir viel Glück. Also soll ich den Schatzmeister jetzt... Achso, den der mitbietet töten? Meinst du, wir brauchen Glück? Eine gute Frage. Vielleicht komme ich ja... so auch an diese blöde Kiste ran. Eigentum. Erpresste Händler. Gefolterte Ausländer. Die Korruption wuchert überall. Doch du sitzt in ihrem Zentrum. Selbst jetzt verbreitet sich dein Gift entlang der Oststraße in Länder, die bisher vom Orden unberührt waren. Ich höre dein Verlangen nach einer Haarnadel, die bei der Dairat al-Mal versteigert wird. Ich spiele den Rivalen bei deinem Herzenswunsch und locke dich aus den Schatten. Töte den Schatzmeister. An der Spitze von Al-Karks Machtpyramide befindet sich der Schatzmeister. Durch die Kontrolle von Steuern und die Nötigung der Händler Al-Karks finanziert der Schatzmeister erfolgreich den Orden auf Kosten der einfachen Leute. Auf der Suche nach einer seltenen Haarnadel lässt der Schatzmeister eingeführte fremdländische Artefakte im Hafen beschlagnahmen, was verschiedenen Händlern große Schwierigkeiten bereitet. Der Schatzmeister ist eine geheimnisvolle Person, deren wahre Identität nur wenigen bekannt ist. Höchste Zeit, den Schleier zu lüften. Suche nach Informationen, um die Identität des Schatzmeisters zu enthüllen. Dottern wird zusammengeschrieben, Patrick. Okay, Nachforschung öffnen. Was habe ich denn überhaupt da für Informationen, Ordensmitglieder? So. Dem Hafenmeister ist eine Haarnadel durchgerutscht und jemand ist gar nicht erfreut darüber. Dem Brief haftet ein bekannter Geruch. Ja, gut. Dann wissen wir ja Bescheid, ne?
Wir haben jetzt hier noch diese verfluchte Kiste. Ich würde zu gern wissen, wie ich da hinkomme. Ja, mein Frühstück läuft da hinten auch noch rum. Okay, die scheinbar auf ein reiches Leben aus. Mit Hilfe ihres zukünftigen Partners. Ich muss da jemanden bespitzeln. Ach oh Gott, ich bin aber auch dösbattlich, ne? Das ist ja das Ding da oben. Suche auf dem Bazar nach Informationen. Wo? Oh. Da. Wo? Oh. Wo? Oh. Ach da. Dass du hier bist. Weißt du irgendetwas über den Schatzmeister? Es ist ein Amtsträger des Kalifats. Schatzmeister. Ich weiß schon etwas, aber du weißt, wie es mich schmerzt, wertvolles Wissen kostenlos abzugeben. Das ist ein toller Freund. Was soll ich für Der dich Beste. Erledigen? Du weißt gleich, was ich denke, hm? Du musst wissen, kleiner Fink, die Daira Tulmal ist nicht nur ein wichtiges Ereignis für die Oberschicht von Elkar, sondern auch für Diebe. Hat dir wieder jemand was weggenommen? Ein wertvoller Unterteller. Luca hat ihn. Er war schon immer neidisch auf mich. Was glaubst du, wo er ist? Ich wusste, auf dich ist Verlass, kleiner Fink. Er sollte in einer der Kisten bei seinem Stand sein. Bin gleich zurück. Ein wunderbarer Freund, oder? Ich würde dir ja helfen, aber du musst erstmal mir helfen. Deine bedingungslose Liebe, die macht mich fertig. So, wo haben wir denn den mürrischen Luca? Weg da, du. Hast du von der Aufregung ein paar Stände weitergehört? Sag nicht, dass es wieder Kong und Luca war. Oh. Nein, diesmal nicht. Zwei andere Händler, die sich um einen Stand nahe der Auktion stritten. Das wird der Stand sein, den Kong meinte. Also dann, ein Teller. Die Tür ist mir neu. Und es geht auch, glaube ich, nicht um diesen Raum. Aber ist das mein Weg zur Kiste? Klein Moment. Wenn wir hier... Komme ich hier irgendwo weiter? Okay, also ich kann mit dem Krug da unten aufspringen, aber das nützt mir jetzt genau was? Finden wir es raus. La 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 la. Ah! Au! Ah! Ah! Feuer! Feuer heiß! Verdammt! Okay, wir sollten vielleicht... Kann ich mit der auch runtergehen? Nee, irgendwie nicht, ne? Doch. Ja, wunderbar. Aha. Wow. Das war jetzt wofür genau gut? Kann ich hier noch den... Kann ich den da rausziehen? Tatsache. Macht sich auch keiner Gedanken drüber, ne? So. So, völlig normal. Irgendwas explodiert da wieder im Hinterraum.
Hinterraum. Hinterzimmer. Aber so komme ich nicht hoch, ne? Vielleicht hier vor? Aha. Ach so, das ist der... Und ich dachte, ich komme zur Kiste. Dann machen wir erstmal die Tür auf. So. Da ist auch eine Kiste. Wunderbar. So. Bauteile. Leder. Und 31 Dirham. So, kleiner Fink. Einmal darüber. Natürlich hat Kong so einen Teller. Vielleicht erzählt er mir dann jetzt, was er über den Schatzmeister weiß. Etwas Verdächtiges geht auf den Dächern vor. Unser Moment ist gekommen. Macht euch bereit, Jungs. Die große Auktion ist endlich gekommen. Die Wachen werden beschäftigt sein und somit ist das unsere Gelegenheit, uns endlich mit ihrem Gold zu belohnen. Kommt zu mir aufs Dach und wir beginnen sofort, nicht vorab. Also sofern ihr nicht vorab, wie Feiglinge mit eingeklemmtem Schwanz wegzulaufen. Vorhabt. Vorab. Ich denke gerade, was ist das für eine Grammatik? Ja, lesen will gelernt sein. So, da auf dem Dach haben wir ja eigentlich schon alles gesäubert, aber höchstwahrscheinlich ist da wieder alles nachgespawnt. Bringe den Teller zu Kong, unseren bedingungslosen Freund. Komm mit nach oben und sieh dir meine Waren an, Sadiki. So etwas hast du in Bagdad noch nie gesehen. Artefakte aus dem fernen China, nur hier. Sonst nirgends. Nicht so schüchtern. Kommt herbei, geht nach oben und staunt über mein Angebot. Ach, das ist Luca, ja? So, 13 Meter in die Richtung. Die Dailatul Mal hat noch geschlossen. Komm später wieder. Ich könnte mich etwas auf dem Bazar umsehen, bevor es losgeht. Vielleicht erfahre ich etwas Nützliches. Ja, wo bin ich denn hergekommen? Kong! Oh. Ein bisschen Naschi? Vorsicht, Stufe. Ah, beim Teppich, da ist die Ecke umgeklappt, ne? Ja, hat man gesehen. Achso, das haben wir schon gelesen. Bringe den Teller zu Kong. Ich hab vergessen, wo Kong ist. Ach, da unten. Der Schatzmeister duldet keine Unpünktlichkeit. Noch einmal, der Schatzmeister. Ich werde mal mich hier unauffällig hinsetzen. Das kann man nicht beschleunigen, Sayyidati. Der Schatzmeister wird nicht zufrieden sein. Und ich ebenso wenig. Das weiß ich. Doch die Erschaffung von Düften ist aufwendig. Wir tun bereits unser Bestes. Euer Bestes reicht nicht. Ja. Reden wir woanders. Hier haben die Wände Ohren. Diese Frau erwähnte den Schatzmeister. Ich sollte sie belauschen. Wie du weißt, ist Kinar der Lieblingsduft des Schatzmeisters. Niemand ist unglücklicher, wenn drei Duften sprechen. Seit sich unser Nachschub im Hafen staut, läuft die Produktion schleppend. Sayyidati. Ganz unauffällig hinterher. Diese Vorkommnisse haben unsere Lage zusätzlich erschwert. Oft
So. Ist das ein Kollege? Oh, Entschuldigung, gnädige Frau. Bisher hast du mir nicht gesagt, was genau uns fehlt. Das Blut, Saidati. Das Blut ist ein grundlegender Bestandteil des Dufts. Das macht Kinar so besonders. Wir brauchen es. Ich werde mit dem Kalifen sprechen und sehen, was sich machen lässt. Der Schatzmeister wird sich gedulden müssen. Dieser Duft auf den Briefen des Steuereintreibers. Ich dachte, ich röche Eisen. War das Blut? Diese Frau könnte aus dem inneren Kreis des Kalifen sein. Sie kennt den Schatzmeister. Ich muss sie sprechen. Wollen wir nicht erstmal Kong seinen Teller bringen? Der ist ja gleich hier vorne. Ah, das ist ja ein Ding, ne? Dann war das Blut. Hier. Der kleine Fink hat es wieder geschafft. Damit ist mein Satz endlich vollständig. Ich dachte, es wäre deiner. Jetzt ist er es. Egal. Hör gut zu. Ich trank gerade meine Nachmittagstee. Was ein Scheißkerl. Als ich das Gespräch zweier Damen mithörte. Es ging um eine Bestellung für die Daira Talmal. Sie fertigten eine wunderschöne Robe für den Schatzmeister an, mit feinen östlichen Stickereien. Halte danach Ausschau. Östliche Kleidung? Danke, komm. Der Schatzmeister ist wahrscheinlich ein Ausländer aus dem Osten. Ist das ein Scheißkerl. Wir sollen dem einen Gefallen tun, weil wo stiftet er uns so an wieder zu Straftaten, ne? Gib Blut in Parfüm, das ist mir neu. Friede sei mit dir, Saidati. Friede sei auch mit dir. Ich kam nicht umhin, Saidati, euer Gespräch über den Duft mitzuhören. Es ist unhöflich zu lauschen. Doch da du ein Bewunderer bist, vergebe ich dir. Mein Name ist Kabiha, die Frau hinter dem berühmten Kinar. Es hat einen einzigartigen Duft. Rose, Honig, Sandelholz und, wie du wohl gehört hast, ein Quäntchen Blut. Blut? Das hätte ich mir denken können. Ich hielt es für Eisen. Blut wird durch Eisen hervorgebracht, oder? Aber aufgrund dieses Details ist es schwierig, große Mengen zu besorgen. Etwas so Exklusives ist doch sicherlich bei hohen Würdenträgern beliebt. Ich meine, es in der Nähe des Schatzmeisters gerochen zu haben. Ning trägt tatsächlich Kina. Sie ist von seiner geheimnisvollen Komplexität begeistert, wie so viele. Seltsam. Du erscheinst mir nicht wie jemand, der sich für Duftwasser interessiert. Oh, es ist unklug, jemanden doch nur nach dem Aussehen zu beurteilen. Genau. Wohl wahr. Wie hieß du doch gleich? Basim. So oberflächlich. Ich sollte nicht noch mehr deiner Zeit verschwenden. Ich wünsche dir eine wunderbare Daira Talmal, Saidati. Nur weil ich Wurfmesser und einen Dolch am Gürtel habe? Hä? Ich aussehe wie so ein obdachloser Auftragsmörder? Sowas Oberflächliches ist mir noch nie untergekommen. Ich sehe nicht aus wie jemand, der... Ich möchte gut riechen, wenn ich meine Attentate vollrichte. Exquisit möchte ich duften. Jetzt... Hallo? Ich am liebsten alle. So. Besuche den Stand des Fremden oben wieder. Ach, ich dachte, das wäre Luca. Ist ja wieder eine andere Wurst, ne? Ja, ja, hi. Ja, ja. Bin schon auf dem Weg. Wenn du was verkaufen willst, seh zu. Sonst nirgends. Nicht so schüchtern. Kommt herbei, geht nach oben und staunt über mein Angebot. Friede sei mit dir. Sagtest du etwas von Artefakten aus China? Sind das Ming-Vasen? Willkommen, willkommen. Hier findest du sicher etwas, das dich interessiert. Okay, wir haben hier ein paar Vasen. Wir haben hier ein bisschen... Magst du Dinge aus fernen Ländern? Essen. Die Melonen kommen frisch aus Maru. Keine Kostproben. Aber vertrau mir, du wirst es nicht bereuen.
Das sind Melonen. Vielleicht gibt es hier noch etwas Interessantes. Ein bisschen Stoff. Kokain. Was? Weich wie ein gebutterter Kamelhintern. Dieses Angebot mache ich nur dir, Sadiki. Du bekommst 3 zum Preis von 2. Ich sehe mir die Ware mal an. Bezahle 6 und du bekommst den 4. umsonst. Steht dir der Sinn nach etwas Außergewöhnlichem? Ich habe Schmuckstücke aus dem fernen Osten im Angebot. Seltene Vasen, feine Teetassen. Aber mein Schatz ist die Haarnadel. Sie ist von einzigartiger Schönheit. Selbst der Schatzmeister hat sich nach ihr erkundigt. Warte, die Haarnadel. Wo ist sie? Sie geht zur Auktion. Wenn du sie ersteigern willst, solltest du besser einen prall gefüllten Geldbeutel mitbringen. Eine Haarnadel aus dem Osten. Das muss die sein, hinter der Kululu für den Schatzmeister her war. Ich muss sie bei der Auktion erwischen. Die Auktion sollte bald beginnen. Könnte man die nicht einfach heimlich austauschen gegen eine von den Haarnadeln? Dann gehen wir mal shoppen, wa? Oh, wir haben ein bisschen Geld mitnehmen, ne? So. Damit wir auch... Oh. Damit wir auch genug Taschengeld haben. Sehr beliebt, die Auktion. Sehr beliebt beim allgemeinen Volk. Was stinke ich, oder warum steht die auf? Willkommen. Friede sei mit euch. Yossas, ni hao und hallo. Es ist wieder die Zeit des Jahres gekommen, um euer tiefstes Verlangen zu stillen, auf eure Herzen zu hören und zu kaufen, was Allah uns gezeigt hat. Es erfüllt mich mit großer Freude, all euch hochgeschätzte Persönlichkeiten zu unserer jährlichen Dairat al-Mal zu begrüßen. An erster Stelle unserer erlesenen, aufregenden Liste fremdländischer Sammlerstücke haben wir eine beeindruckende Statue aus El-Hind. Sie wurde von den besten Kunsthandwerkern aus Elfenbein gefertigt und bereichert jedes Heim. Aus einem Elefanten hat man einen Elefanten gemacht. Bereits ein Bieter. Nein, 2. Nun, zum ersten, zum zweiten. Ah, noch eine Bieterin. Möchte jemand diesen Preis überbieten? Nein? Verkauft! Dieses Stück geht an die reizende Dame. Als beobachtet uns. Diese Haarnadel, sie kommt aus dem Osten, eine einzigartige himmlische Schönheit. Seht euch nur die Feinheiten dieses Drachens an. Das perfekte Sammlerstück oder ein wunderbares Geschenk für eine besondere Dame in eurem Leben. Das ist Ning. Also, was ist euch dieses Stück wert, Astekai? Sieht aber verbittert aus. Erstes Gebot von der Schatzmeisterin höchstpersönlich. Welche Ehre. Ning, die Schatzmeisterin. 2. Doch nicht Nihal. Noch jemand? Handheben. Da, noch ein Dritter. Nummer 2 zieht nach. Was wirst du tun, Dritter? Wie sehr wollt ihr sie haben? Ja, unbedingt. Euer Herz hinein. Hört auf euer Verlangen. Ja, ich möchte die unbedingt haben. Die passt so wunderbar in meine Haare. Die wird so wunderschön unter meiner Kapuze aussehen. Verkauft an den stattlichen Mann mit dem Bart. Diese Haarnadel gehört nur dir, Sayidi. Kommen wir zum dritten Objekt. Wieso hat sie nicht weiter mitgeboten? Das wundert mich. Und wir danken euch wieder einmal für eine erfolgreiche Dairat al-Mal. Mögen eure Börsen stets voll und eure Herzen voller Sehnsucht sein. Ja, unser Herz ist jetzt voll, dafür ist das Portemonnaie wieder leer. Ein fairer Tausch. So. Hast du sie gesehen? Ihre Ruhe, ihre Anmut. Wie ein einzelner strahlender Stern am dunklen Nachthimmel. Redet ihr über die Schatzmeisterin? Die sieht ja so verbittert aus. Selbst meine Albträume kriegen Albträume von ihr. Ich wäre froh, wenn ich nicht mit ihr reden müsste. Ah, warte, wollen wir doch mal schauen hier. Ach, sieht die Haarnadel nicht total toll aus? Boah. Wenn das nur die anderen hier sehen könnten. Ich habe eine Verabredung mit der Schatzmeisterin.
Schatzmeisterin, geh beiseite. Verzeihung, meine Anweisungen sind eindeutig. Keine Brosche, kein Zutritt. Weißt du, wer ich bin? Ich muss mit der Schatzmeisterin sprechen. Ich wurde gerufen, herbeordert. Komme ich jetzt wirklich auch nach oben zu der Kiste? Friede sei mit dir. Ich bin hier, um die Schatzmeisterin zu sprechen. Ich wäre nur mit einer Mission daran gekommen. Ich habe ein Geschenk für die Schatzmeisterin, wenn sie mich empfängt. Nur Mitglieder der Elfenbeinmünze dürfen eintreten. Keine Brosche, kein Zutritt. Finde heraus, wo du die Brosche der Elfenbeinmünze beschaffen kannst. Hey, Entschuldigung, hast du vielleicht eine Brosche der Elfenbeinmünze? Was gibt es? Ich habe ein Geschenk für die Schatzmeisterin, wenn sie mich empfängt. Nur Mitglieder der Elfenbeinmünze dürfen eintreten. Keine Brosche, kein Zutritt. Na gut, dann müssen wir erstmal die Brosche besorgen. Mal gucken, ob er hier vielleicht so eine Brosche hat. Nee, nur 14 Dirham. So, wir haben hier den Händler, wir haben eine Kiste. Also wenn ich wirklich zu dieser Kiste nur über diese Mission hinkomme, dann bin ich dezent enttäuscht darüber, dass ich hier über eine halbe Stunde den Zugang zur Kiste gesucht habe. Aber wie finde ich das heraus? Ich werde ja jetzt nicht wieder aufs Dach gehen müssen, oder? Weil da hatten wir ja rein theoretisch schon alles gesäubert. Gerade da sitzt so Rottweiler. So, Vorsicht. Bup, angestupst. In die Vase gefallen. So. Yogastunde oder was da los? Aber wie finde ich das heraus? Ich gehe nochmal zu dem Typen hin und mach mal Dandy Vision an. Möglicherweise wird mir da vorne schon was angezeigt. Ich brauche eine Brosche. So. Die Tür ist verriegelt, da haben wir die Kiste, da ist zu. Da hinten muss auch noch eine Tür sein, die verschlossen ist. Oder da ist eine Vase zum Aufspringen, das kann natürlich auch sein. Okay, hier sehen wir leider nichts. Aber wo soll ich das herausfinden? Das wird ja jetzt nicht das Ding mit dem Dach sein, oder? Keine Brosche, kein Zutritt. Du weißt doch, wie es läuft. Ja, aber meine Brosche liegt da drin. Verstehst du das Problem? Aha. Kein Zutritt. Allah verfluche dich. Okay, keine Brosche, kein Zutritt. So, kleinen Moment. Ich muss hier nur einmal hinter meinem Stand. Ich arbeite hier. Guten Tag, Sir. Darf ich Sie für eine wunderschöne Vase oder eine Trommel begeistern? Nein. Mal, wie viele haben wir hier eigentlich? Aha. Ich gehe davon aus, ich muss hier rüber. Eine exklusive Verbindung von Händlern der Oberschicht. Okay, das war jetzt knapp.
War ja klar, dass es so etwas gibt. So, da oben haben wir noch ein Kistchen. Da unten haben wir noch ein Kistchen. Hier ist was Orangenes. So, was haben wir hier? Die Kammer der Antiquitäten ist der Rückzugsort der Schatzmeisterin. Ich muss dort hinein. Einladung für ein Treffen mit der Schatzmeisterin. Ki aus Griechenland, Besitzer Santos Statuen und Antiquitäten. Du bist eingeladen, die Schatzmeisterin in ihren Gemächern in der Kammer der Antiquitäten zu besuchen. Sie wird nach Ende der Auktion geöffnet. Bringe wie besprochen das Schmuckstück mit schwarzem Sand mit. Okay, da hat jemand eine Einladung bekommen. Jetzt brauchen wir nur das Schmuckstück mit schwarzem Sand. So. Ist das befriedigend. Juhu. Hier in der Rödelkammer. Komm rein, mein Schatz. Ja, eine solide Nummer. Wohl eigentlich, kriegen wir den auch noch rein? Bin ja sicher. Was war das? So. Ja, gesell dich zu deinem Freund. Das wird die Brosche der Elfenbeinmünze sein. Hübsch. Ich habe beide Schmuckstücke. Nun muss die Wache mich reinlassen. Das war ja praktisch, ne? Gleich um die Ecke. Aber was... Warte mal. Hier können wir hoch. Das Fenster können wir nicht zerstören. Ach, das wäre jetzt für ein Attentat... Attentat. Ja, Sprachstörung incoming, ne? Das läuft ja heute super. Achso, ich hätte jetzt nur von hier oben hätte ich das Attentat machen können. Aha. Schau mal einer her. Kommen wir von hier an die andere Schatzkiste? Okay, wir können hier rüber. Ach so, ich hätte jetzt unbemerkt oben lang gehen können. Ich würde ja sagen, den Weg merke ich mir, aber da werde ich nie wieder hinfinden. Ja, das war ja jetzt wirklich sehr einfach. Dann würde ich sagen, morgen empfangen wir unsere Audienz bei der Schatzmeisterin und... Heute verabschieden wir uns leider erstmal. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dahin.